Das ist ja eigentlich ein schöner Wald, wo ich hier gerade laufe. Dann ist das quasi der Strafraum? Jawohl, das ist richtig soweit. Oh, was habe ich hier gefunden? Ein Dorf. Ehrlich? Ja. Also kein Wüstendorf, sondern ein normales. Geil. Rennen da NPCs rum? Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Was ist das denn hier? Das sind Sonnenblumen. Nimm mit. Gibt es die? Ich glaube, die sind relativ neu noch. Gibt es noch nicht so lange. Mich würde das auch interessieren, ob quasi diese Neuerungen, die mit der 1.4 und so jetzt kamen, 1.7.4. Ich kann die auf jeden Fall abbauen. Ich kann die aber nicht aufnehmen momentan. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Quasi es gibt... Jungle Leaves. Es gibt ja auf jeden Fall seit der 1.7.4 eine neue Baumart. Die ist relativ dunkel. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es die bei uns gibt. Und da ist ein Stamm, schaut, also ein Baum schaut ungefähr so aus wie ein Tropen-Dschungelbaum, also so vier nach oben und dann aber nicht ganz so hoch, aber ganz normale Blätter oben. Ja. Das schaut richtig geil aus. Mich natürlich auch interessieren, ob es da durch diese Neuerung der 1.7.4 auch bei unserer Map quasi so ein Terrain erschaffen hat. Ah, hier sind NPCs, ja. Das sind NPCs bei dir. Komisch aus. Mhm. Die machen voll die Assi-Geräusche, die stehen auf ihren Dächern rum. Das muss anscheinend cool sein bei denen. Die sind da, die sind aber friedlich, oder? Ja. Tu mir nichts. Da ist einer drin. Ne, handeln konnte man, glaube ich, mit denen nur, wenn du irgendwie Smaragde oder so hättest. Ich glaube, Smaragde wollen die ja. Mhm. Da willst du einfach nur Hunde holen. Und wo bist du hier? Da sind noch so komische neue Blumen hier. So, wir können auf jeden Fall keine Schafe mehr vermehren. Wir haben eindeutig zu viele. Oxay Daisy, ein Gänseblümchen. Oh shit. Ja, toll, jetzt bin ich hier. Warte mal, ich bin jetzt hier dunkel wieder. Beziehungsweise es wird dunkel. Ich werde jetzt einfach mein Bett in diesem NPC-Dorf aufstellen. Dann pennen wir da wieder. Jo. Nö. Wo hat denn der komische Vogel? Also hier hat immer wieder einer perfekt Häuser gebaut. Ich lieg schon. Ich suche gerade noch meinen perfekten Platz. Hier, der sieht doch ganz gut aus hier. Da kann man bestimmt ein Bett reinstellen hier. Hopp, hopp. Nee, oder? Kann man das nicht? Was ist das für ein Scheiß? Kann ich nicht auf Erde meine Betten stellen? Was für ein Quatsch. Muss ich mal gucken, ob das bei dem Typen hier funktioniert. Der hat auch Erde. Ja, gehen, genau. Was machen die da? Die haben... Sag mal, wo hat denn der hier seinen... Er hat seinen Eingang da, aber das ist doch kompletter Quatsch, was der da vorhat. Was soll ich jetzt machen? So kann man auch ins Haus kommen. Sag, wenn du liegst. Mhm. Moment. Aber noch nicht. Gleich bestimmt. Oh, nee, ey, komm, hau ab. Ich hatte jetzt keiner gewollt hier. Jetzt haut der Bewohner ab, jetzt hat er keinen Bock mehr. Ja, er ist der Coolste, er hat zumindest mal Holzboden. So, mein Bett steht, ich liege. So ist doch brav. Ja. Ich kann nichts dafür, dass die Eingänge so scheiße bauen. Die Idioten. So, ich kann jetzt hier raus. Ja gut, rauskomme ich ja ganz normal. Ne? Guckt euch das mal an, ey. Wir hatten das geplant hier. Findest du da einfach so ein NPC-Dorf, Schlawiner? Mhm. Was ist das denn da Geiles? Was ist das da? Wolle, dunkle. Ups. So, jetzt... Also das sieht echt total komisch aus. Ich versuche mal das Holz hier wegzuhauen, weil das ist... Nee, das sind keine doppelten. Das sind, glaube ich, ganz normale. Nee, nee, das sieht ganz normal aus hier. Fichte oder sowas. Hier sind doch bestimmt irgendwo Hunde. In Fichtenwäldern. Das ist auch voll geil, das Gras, was hier wächst. Kann man das abbauen? Ist das ein höheres? Nee, kann man... Ja, ja, genau. Das sieht aus wie so Farn, so ein bisschen. Das ist aber, glaube ich, auch eine Neuerung von der... Von der 1.7.4. Mhm. So anscheinend hat es das wirklich dann erstellt. So, dann gucke ich mal. 1, 2, 3, 4. Das ist geil. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Oh, das sind Hühner. Bei 23 wäre dann die Mitte, oder? Mhm. So müsste jetzt genau hier die Mitte sein.
Was ist das da hinten? Das sind Kühe. Ich will keine Kühe, ich will Hunde. Aber kann ich auch umhauen, weil dann gibt's Fleisch. Entschuldigung. Tut mir leid, Jungs. Nix für ungut. So. Ich weiß nicht mehr, was ich wegschmeißen soll. Hier ist auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall der Mittelkreis. Bla, 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 bla. So, Fußballfeld an sich nimmt langsam. Komm, schmeiß Form die Kacke hier weg. Du bist ein Kautipper. Ich habe Kühe getötet. Uiuiui. Ich bin ein schlechter Mensch. Wo ist ein Schaf am Baum? Ich will doch nur einen Hund. Einen einzigen. Gut, beim Terrier müsste ich ihn gar nicht holen, weil der wird ihn sowieso wieder töten. Indem er ihn wieder versehentlich schlagen würde. Hat er das immer gemacht? Das hat er immer gemacht, ja. Ich weiß nicht, ob es immer Absicht war oder einfach nur Doofheit oder beides. Auf jeden Fall war es dann immer wieder vorbei mit meinem Hund. Relativ schnell. Ja, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Ich sag's dir. Was ist das hier? Was ist so ein Pilz? So, einen wunderschönen Mittelkreis habe ich gezogen. Es fehlt mir bloß ein bisschen Wolle. So, und ich würde ja gerne mal wieder zurückkommen. Aber wenn ich keinen Hund finde, kann ich nicht so unbedingt schnell wieder zurückgehen. Könnte ich zwar schon, aber dann wäre es schwachsinnig gewesen, hier rumzulaufen. Ah, Jungs, ey. Ihr müsst doch irgendwo sein. So, geschert. Nee, das Eisen sammle ich jetzt da nicht auf, weil ich eben habe ja Eisen weggeschmissen. Da ist wieder eine Höhle. Also, das ist eine geile Landschaft, wo ich hier rumlaufe. Kann man echt nicht anders sagen. Ja, ich finde... Mit diesem hohen Farn. Ich finde allgemein die Welt, die wir hier getroffen haben, ist richtig nice. Haben wir gut gemacht. Finde ich auch. Ach, Hundis. Gut, hier hinten? Weiß ich nicht, da ist Schnee. Vielleicht da. Oh Gott, ich brauche wahrscheinlich 5 Jahre, um zurückzukommen. Ich laufe wahrscheinlich bis nächste Woche zur nächsten Aufnahme immer noch hier rum. Das kann gut sein. Was haben wir hier? Mäh. Blöden Viecher. Nee, Vieh nicht mehr. Da habe ich schon lange keine mehr gesehen. Jetzt sehen wir momentan Schweine, Kühe und Hühner aktuell. Also das Dach schaut auch richtig geil aus. Wir brauchen unbedingt Lehm. Ich glaube, ich mache mich jetzt dann da trotzdem nochmal auf der Suche. Wenn ich den Fußballplatz jetzt an sich dann mal gemacht habe. Wie macht man das eigentlich bei der Ecke? Da muss man doch auch ein bisschen was freilassen, oder? Dass man da so... Oder ist da einfach nur eine weiße Linie bei der Ecke? Ich gucke mir das gleich mal an. Also dieses kleine Kreischen, was dann ja immer ist. Schon, so ganz kleines. Aber ich weiß nicht, ob das sich so einfach realisieren lässt. Also der Mittelkreis an sich würde, glaube ich, stehen. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Muss man da mal vom Baumhaus oben gucken, wie es aussieht. Mhm. Ja. So, dann werde ich mein Inventar, das ist eigentlich relativ leer. Ich glaube, ich mache mich mal... Bleib stehen. ...flott hier auf dem Weg in Richtung Wüste nochmal, da wo wir schon mal unterwegs waren, wo wir die Schweinchen gefunden haben. Mhm. Und guck mal, dass wir ein bisschen Lehm zusammenbekommen und... ja, Lehm ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Bisschen Lehm Geil. Sammeln, das kann nicht schaden. Alter, was ist das für eine Welt hier? Es ist ja Hammer. Ich hätte so gerne eine Pyramide gefunden. Nee, die habe ich noch nicht. Also so ein Wüstentempel. So, das braucht ein bisschen, bis sich das wieder hier aufbaut, das Terrain. Oh Gott, ich bin hier so am Eimer. Ich meine, Essen ist kein Problem. Ich habe einen Ofen dabei. Ich kann mir das halt braten. Von den ganzen Viechern, die ich abgemurkst habe. Ja, hier ist auch hohes Gras jetzt, wo ich bin. Hohes Gras. So, da unten, glaube ich, geht's durch... Geht's da in eine Höhle? Oder geht's da durch den Berg durch? Das hat sich jetzt komisch angehört. Ja, das war auch definitiv komisch. Ein Abenteuerspielplatz hier. Ich bin auf einen Baum gesprungen und von da weiter sofort ins Wasser. Ach so. So, dann schaue ich mich mal um, wo ich hier... Gott, der frisst. Das ist unfassbar. Was ist der Typ gefräßig? Dein Charakter? Ich komme hier nie wieder nach Hause. Genau der. Solange ich noch Schweine sehe, muss ich das nutzen.
Boah, schaut das geil aus. Shit. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, um die Dinger aufzusammeln. Schaut euch mal das an, Leute. Fuck, ist das ein geiler Wasserfall hier. Der so aus dem Berg rauskommt. Jetzt kann ich das nicht sehen. Boah, schaut das nice aus. Mal ein bisschen hoch. Das ist nicht der, wo wir schon mal waren, oder? Ne, ist ein bisschen weiter hinten neuer. Noch. Ja. Boah, der schaut richtig nice aus, Leute. Boah, gefällt mir. Richtig cool. Ist auch eine brutal geile Landschaft hier hinten. So richtig bergig. Die alles. Sind die Alpen. Wir sind in den Alpen, liebe Leute. Wir gehen Skifahren. Da ist Schneegebiet. Jetzt finde ich bestimmt einen Hund schneller wieder bauen. Dann raste ich aus. Ich habe aber, glaube ich, keinen Knochen mit. Nee. Boah, was ist das hier Geiles? Das ist hier so ein bisschen Übergang zu einem Sumpf wieder. Weit und breit keine Insel, aber 5000 von diesen, wie heißen die Dinger denn? Diese Dinger, die im Wasser schwimmen, diese grünen. Seerosen? Nee. Seerosen, ja. Doch. Ich denke, dass das Seerosen sind, was du meinst. Mhm. So, ich guck mal in das Schneegebiet. Wenn du sagst, im Schneegebiet sind Hunde. Ja, auf jeden Fall habe ich da schon öfters welche gesehen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen oh Hund Gott, 5000 Kühe. Gefunden. So, da haben wir Schneegebiet. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich hier schon wieder wegrenne. Hier ist auf jeden Fall auch Kohle ohne Ende an der Oberfläche. Kann ich das aufsammeln? Ist da Lehm, bitte? Wo ist denn das Essen? Da. Shit. Ne, Leder habe ich. Das ist Beef. Wo ist das ganze Zeug? Da ist das. Oder ist doch kein Schneegebiet hier? Doch. Was steht denn da hinten? Was ist denn? Gibt's blaue Pflanzen? Blumen? Ja. Kann sein, ja. Das sieht ja aus. Da muss ich rüber. Boah, was ist das für eine crazy Map hier? Ich frage mich auch gerade. Jetzt finde ich wahrscheinlich so ein Hexendorf. Keine Ahnung, dann drehe ich auch durch. Ich habe nämlich noch nie eine Hexe gesehen. Mein Bruder hat nur mal von einer erzählt. War das nicht eine Hexe, die mich da einmal vollgeschmissen hat mit diesen Tränken oder was es da war? Ja, das ist ein Magier. Achso, das ist keine Hexe. Nee. Okay. So, hier geht's jetzt quasi wieder in den Gott, dichten Wald, aber da will ich jetzt eigentlich ungern reinlaufen. Und was haben wir denn da? Boah, das ist ein Fichtenwald. Fichtenwald, glaube ich, klingt auch geil. Gehen wir mal in den Fichtenwald. Gott, ich renne hier. Boah, was sind das für crazy Blätter hier? Wer weiß, wo der jetzt ist. Was ist denn das für ein Holz? Was ist ein Spruce Wood? Ist das nicht Fichte? Ist das Fichte? Ich glaub, das müsste Fichte sein. Boah, schaut richtig geil aus hier. Ich habe hier so einen Fehler. In die Welt unten reingucken kann. Ich komme hier nie wieder nach Hause. Ich auch nicht. Ich habe zum Glück 22 Steaks dabei. Nein, nicht ganz. Ich glaube, ich muss mir die erstmal braten. Lehm wäre nice. Hallo, Lehm. Ist hier Lehm? Nee. Ich renne hier gerade bloß ein bisschen so durch die Gegend. In der Hoffnung, dass ich irgendwas Brutales finde. Einen Hund. Boah, diese blöden Köter, ey. Was mache ich hier überhaupt? Da hinten sind wieder Schafe. Hund. Es muss doch mal möglich sein, mal hier einen Hund zu finden. Hundis. Es wird gleich dunkel und ich habe keine Wolle und kein Bett. Das ist schlecht. Bei mir sieht's anders aus. Ja, aber du allein kannst nicht schlafen. Nee. Oh Gott, ich kann da ausrasten. Wir werden sterben. Ich renne gerade so weit weg von unserem Dorf einfach. Ha. Dann guck mich an. Ich will gar nicht wissen, wo ich hier bin. Boah, jetzt komme ich schon wieder in ein neues Terror. Shit. Hühner. Boah, was ist denn das da unten? Da hinten. Ist das Lehm? Ist das Lehm? Nee, das ist Kies. Ist hier irgendwo Lehm? Das ist voll schwer zu sehen, das ganze Zeug. Was ist das hier? Nee, ist auch Kies. Also Lehm wäre... Ich wir brauchen... Hund! Hund! Echt? Verdammt nochmal, Hund! Mistvieh verflucht! Sogar ein paar von den Viechern. Ich bringe jetzt hier 15 Hunde mit, dass sich das gelohnt hat. Mistviecher, ey! Wegen euch der ganze Aufwand. Jetzt wird's hier noch dunkel und... Hallo, mein Kleiner, guck mal. Ich hab was für dich. Ich hab einen, zwei, komm her. Jetzt hau doch nicht ab, du Depp. Bist du doof. So, jetzt zwei, komm, steh auf. Ich bin. Steh auf, komm mit. Ich bin am Ozean. So, wie viel haben wir denn? Der ist schwer. Ja, der ist fordernd. Boah, ich hab 4 Hunde. Echt? 4. Oh Gott, hier sind noch mehr. 5. Komm mit. Ja, komm. Ich hab noch ein paar Knochen für euch. So, Jungs, kommt mit.
Ja, zumindest wenn da gleich hinter so eine Horde kommt von irgendwelchen ekelhaften Zombies oder so. Alter, hat's mich jetzt gerissen. So, Junge, Zombie, komm mit. Verpiss dich. Komm. So, ihr Jungs. Oh Gott, ich will gar nicht, ich trau mich gar nicht auf dieses Ding zu gucken. Oh Gott, oh Gott. Das ist richtig hell jetzt. Das ist nicht schlecht, dann kannst du diese blöden Viecher zumindest früh sehen. Krach, bumm. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt, wann ich zu Hause bin wieder. Ja, freu ich mich auch. Wie das aussieht, die ganze Bahn. Oh, ich hab einen vergessen, das kann ich nie machen. Ich hab einen vergessen. Das geht nicht. Was ist er hier? Ich muss die Knochen alle loswerden, dann kann ich dann zumindest da wieder was mitnehmen für. So, komm mit. Blödes Skelett. Oh, das ist so geil, wenn die ins Wasser gehen und die schütteln sich. So, ich töte mal schnell Schafe. Können wir dann schlafen? Ja, ich versuche mir das mal irgendwie im Bett hinzustellen, irgendwo. Ein bisschen abgelegen, ne? Erstmal muss ich die ganzen Hundis mal wieder mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Hunde man mitnehmen kann. Boah, wie geil das aussieht. Das sind 5000, ey. So, ich muss erstmal ein Crafting Table bauen. So, da sind Grüne. So, Jungs, kommt, wir geben mal ein bisschen Gas hier.